قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Die Sura Al-Ikhlas ist eine viel rezitierte Sura. Sie wird oft wegen ihrer Kürze bevorzugt. Doch der Einzigartigkeit wird weniger Beachtung geschenkt. Meine lieben Geschwister, lasst euch von der Länge nicht täuschen. Der Inhalt ist gewaltig. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über die Sura Al-Ikhlas: Bei Allah, in dessen Hand meine Seele ist, sie kommt einem Drittel des Koran gleich. Die Sura thematisiert eine der Säulen des Islam, die Einheit Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Überzeugung mit einer großen Bedeutung, herabgesandt, damit diese in unserem Verstand tiefe Wurzeln schlägt, als Rechtleitung und Barmherzigkeit. Der arabische Begriff Ahad verweist auf Allah subhanahu wa ta'ala. Dabei ist Ahad viel präziser als Wahid, das Wort für Eins im Arabischen. Unter dem Begriff Ahad versteht man Absolutheit, eine kontinuierliche Einheit und die Abwesenheit von Vergleichbarem. Allahs Einheit ist mit nichts zu vergleichen. Es gibt keine Realität, keine permanente Existenz außer seiner. Von Allah subhanahu wa ta'ala kommt jegliche Kraft und Macht. Und niemand plant und entscheidet außer Allah. Meine geliebten Geschwister, dient nicht dem, der erschaffen wurde. Anbetung gebührt nur Allah subhanahu wa ta'ala, dem Schöpfer aller Dinge, von dem alles abhängig ist. Von Allah kommen wir und zu Allah werden wir definitiv zurückkehren. Wenn wir diese Überzeugung in unserem Leben etablieren, so werden wir jede Sache im Leben Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben. Jede Ursache ist zurückzuführen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Nur Allah dienen wir und nur Allah bitten wir um Hilfe. Die Einheit Allahs ist nicht bloß eine Überzeugung. Vielmehr ist diese eine vollkommene Lebensweise. Die Lebensweise basiert auf der Anbetung Allahs allein. Allahs Wille ist die einzig wirksame Kraft. In Zeiten der Not suchen wir Zuflucht nur bei Allah. In Zeiten der Freude danken wir nur Allah. Was nützt es dir, Geld anzubeten? Was nützt es dir, Stars wie Götter anzuhimmeln? Sie können dir nicht helfen. Nur Allah subhanahu wa ta'ala kann uns vor einer gewaltigen Strafe retten. Die Lebensweise ist in keinem Fall ein Hindernis im Leben. Es bedeutet nicht, dass man abgeschieden leben muss. Die alltäglichen Sachen soll man nicht vernachlässigen. Vielmehr geht es um das ständige Bemühen, das Leben so zu führen, wie Allah es von uns möchte. Die Erfüllung unserer Rolle als Diener Allah subhanahu wa ta'ala. Zu sagen, er ist Allah ein Einer, bedeutet, dass Allah der Ewige, der Absolute ist. Und er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt, bedeutet, und niemand ist ihm jemals gleich. Der Ewige, der Absolute bedeutet auch, dass die ganze Schöpfung sich hilfesuchend an Allah subhanahu wa ta'ala wendet. Er ist der Eine, während alle anderen seine Diener sind. Allah und nur er subhanahu wa ta'ala entscheidet alles selbst. Niemand teilt seine Autorität. Er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Dies bedeutet, Allah ist ewig. Es gibt keine Umstände, die dies ändern können. Allah subhanahu wa ta'ala bedarf weder eines Vaters noch einer Mutter und niemand ist ihm jemals gleich. Damit ist gemeint, dass in jeglicher Hinsicht niemand Allah gleichwertig ist und niemand wird Allah jemals gleichwertig sein. Dies wurde im ersten Vers mit Ahad beschrieben und es wird im letzten Vers wiederholt als Bestätigung und Vertiefung.